Hey ho und herzlich willkommen zum Making of In Wait. Ja, die Platte erscheint am 1. Mai und wir zeigen euch heute, wie wir das Album aufgenommen haben. Und zwar haben wir kein teures Studio bezahlt, sondern wir haben alles komplett in Home Recording gemacht. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Aber seht selber. Zurück! Ja, danke Zurück. Ja, das läuft jetzt folgendermaßen ab. Hier sind wir in Cubase. Das Programm nutze ich, um die Songs zu mischen. Und Zurück nimmt an seinem E-Drum zu Hause die Songs auf und schickt mir dann eine MIDI-Spur mit den Aufnahmen. Eine MIDI-Spur ist eigentlich praktisch eine mini kleine Datei, die eigentlich nur sagt, wann Zurück was gespielt hat. Und die Datei füge ich dann hier ein und dann brauche ich natürlich noch die Sounds und dazu benutze ich den Studio Drummer von Native Instruments und den mag ich besonders, weil er halt wirklich sehr nach großer Arena klingt. Wir hören mal kurz rein. Genau, wir haben auch ein bisschen was am Equalizer gemacht und auch am Kompressor. Aber im Großen und Ganzen war es das schon mit den Drums. Und wir können nochmal ganz reinhören, wie sich das dann mit allen im Zusammenhang anhört. Und zwar so. We love to kill, yes, we love. We love to kill the king. Love to kill the king. Love to kill the king. We love. Ja, der Song King Set, der ist auf unserer neuen Platte, die am ersten Mal erscheinen wird. Und in der nächsten Woche wenden wir uns etwas genauer an Benny mit seinem Bass zu. Bis dahin. Bye, bye.